Hi Leute, heute geht es um Messaging-Dienste und Überwachung und was man vielleicht dagegen tun kann. Ich meine, wir haben, oder viele haben ein Handy, viele haben irgendein Messenger-Programm wie ICQ oder so. Und wenn man das auf Windows benutzt, dann finde ich das irgendwie etwas fehl, weil es ist so ziemlich bekannt, dass Windows 10 einen Keylogger integriert hat. Selbst wenn der Messenger noch so gut verschlüsselt, hier Windows 10 wird mehr als jedes Windows davor Daten an, ja, also an Microsoft schicken, hier integriert der Keylogger und so. Und auch bei den Handys, da gibt es viele Android-Viren und so, da ist man sich auch nicht mehr sicher, dass das, was man seinem Gegenüber schreibt, wirklich nicht abgehört wird. Mir geht es darum, einen Weg zu finden, um eine sichere Kommunikation möglich zu machen. Und ich habe mir dazu was überlegt, und zwar ich habe mal nach sicherer Verschlüsselung geguckt und die einzige Verschlüsselung, die wirklich sicher sein soll, ist das One-Time-Pad. Und allerdings, wenn man das One-Time-Pad auf dem PC benutzt, dann kann ein Trojaner oder jemand, der Screenshots machen kann auf dem PC, so heimlich, der kann dann die Daten abfangen, die von der Tastatur kommt oder auch von Keylogger, bevor sie überhaupt verschlüsselt werden. Daher dachte ich mir, müsste man dieses System auslagern in ein externes Gerät, in ein Gerät, in das kein Keylogger oder Trojaner reinkommt. Und dadurch dachte ich mir, dass ich eine CPU, so einen PIC-Mikrocontroller nehme, dann ein kleines Display ranmache und eine Tastatur. Dann kann man schon mal was schreiben, man kann zum Beispiel chatten wie Hallo, wie geht's, gut und so weiter. Die Daten, die müssen verschlüsselt werden, die können auch in Mikrocontroller ziemlich einfach verschlüsselt werden. Der Nachteil an dem One-Time-Pad ist allerdings, dass man einen Schlüssel braucht, der genauso lang ist wie die geschriebenen Texte. Und da dachte ich mir, könnte man eine SD-Karte verwenden mit Zufallszahlen, mit wirklich 2 GB Zufallszahlen. Das bedeutet, man kann in der Tastatur was schreiben, zum Beispiel Hallo. Das Hallo wird verschlüsselt im Mikrocontroller anhand der Zufallszahlen der SD-Karte und über eine Kommunikationsleitung kann man das dann WLAN-Modul geben, sodass jemand anders, der genau das gleiche Gerät hat, dann diese Daten bekommt. Der andere kriegt die Daten dann. Das wird wieder entschlüsselt, weil er die gleiche SD-Karte mit den gleichen Zufallsdaten hat und auf den Display angezeigt. So könnte man hin und her schreiben und die Daten wären ziemlich sicher. Ich habe das dann nochmal, und zwar Text wird verrechnet mit einer Zahl, die von der SD-Karte kommt. Wir haben hier noch einen Adresszähler, der zählt von 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter immer runter. Jedes einzelne 6-Zeichen kann mit einem Byte von der SD-Karte verrechnet werden und dann als verschlüsselten Text und die Position, ab wann es verschlüsselt ist, ausgegeben werden. Der Zähler muss immer weiter zählen. Die verschlüsselten Zufallszahlen dürfen niemals zweimal verwendet werden. Das heißt, man kann insgesamt nur 2 GB an Text schicken. Und den verschlüsselten Text und die Position des Zählers kann man dann ausgeben an das zweite Gerät. Das zweite Gerät nimmt den verschlüsselten Text und Zählerstand. Den Zählerstand tut die dann quasi als Startadresse zur SD-Karte schicken. Die SD-Karte schickt dann die Daten, also die Bytes, also die Zahlen. Der Text wird mit der Zahl verrechnet und kommt dann wieder als, also der verschlüsselte Text wird verrechnet mit der Zahl und kommt wieder als entschlüsselter Text raus. Das ganze System ist ziemlich einfach und auch auf Wikipedia findet man ziemlich viel zu One-Time-Pad. Auch die Geheimdienste haben das verwendet und das ist wirklich sehr sicher. Das Verfahren geht auf bla bla bla. Aber jetzt suchen wir mal weiter. Gehört zu den, also das ist so ziemlich das sicherste, eng verwandt mit Stromverschlüsselung. Zur Sicherheit steht da auch was, ich muss nur noch finden. Das einmal Verschlüsselung ist gut geeignet für maschinelle Realisierung, im Gegensatz zu vielen modernen kryptografischen Systemen, die wegen ihrer Komplexität auf Computer angewiesen sind, eignet sich das One-Time-Pad ebenso gut zur manuellen Durchführung der Vier- und Entschlüsselung. Also auch mit einem kleinen Mikrocontroller ginge es. Es ginge auch schriftlich mit Papier und Stift. Eigentlich ist das sehr aufwendig. Bequemer wird es, wenn man einfach nur ein Gerät hat, sowas wie so wie die alten Nokia-Handys, wo man SMS draufschreiben könnte. Man kann mit der Tastatur dann die Nachricht schreiben. Die wird da angezeigt. Die wird dabei verschlüsselt mit dem Schlüssel, geht zur Kommunikationsleitung raus. Beim anderen Gerät geht sie wieder rein, wird sie wieder entschlüsselt
und wird auf dem Display angezeigt. Also eigentlich könnte man so 1:1, also wenn man jetzt nur mit einem Partner chatten tut, wirklich verschlüsselt chatten. Hier, die 4-Bit Sicherheit, die 4 Bedienungen der Schlüsselwahl, bla bla bla. Also wenn alles eingehalten wird unter diesen Bedienungen, ist das Verfahren informationsdirektlich sicher, auch perfekte Sicherheit genannt. Und kann auch mit beliebig hohem Rechenaufwand nicht gebrochen werden. Allein mit Geheimnis des Schlüssels kann der Geheimnistext entschlüsselt werden. Diesen zu raten ist praktisch unmöglich, da jeder mögliche Schlüssel mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gewählt wurde. Also zu Verschlüsselungsverfahren, da würde ich echt euch raten, mal OneTimePad den Text durchzulesen. Und ich habe vor, so eine Verschlüsselungs-Entschlüsselungsding zu bauen. Man kann den Chip auch ganz einfach mit dem WLAN-Modul ans Internet hängen und so kann man dann mit einem beliebigen anderen Partner, muss man nur physikalisch wirklich den Schlüssel, die SD-Karte austauschen. Auf der SD-Karte müssen Zufallszahlen sein, die wirklich zufällig generiert werden. Und wenn nur ich und mein geheimer Gesprächspartner die Daten hat und wir beide dasselbe Gerät benutzen, das dann nur über die Kommunikationsleitung, über WLAN quasi übers Internet verbunden ist. Weil die Sache ist, dass die Daten hier, die verschlüsselten Daten, die kann jeder wissen, die kann jeder abhören und so. Aber er wird durchs One-Time-Pad, wenn die Zufallszahlen wirklich nur einmal verwendet werden und wenn die echt sicher generiert wurden, wird der kaum es schaffen, oder es eigentlich nicht schaffen, auch mit beliebig viel Rechenaufwand nicht schaffen, den Text zu entschlüsseln, was ich da geschrieben habe oder was ich da mit jemand anders schreibe oder was zwei Personen schreiben. Tja, das Ganze, ich habe auch schon überlegt, ob man das Ganze nicht auf einem Smartphone realisieren kann. Smartphone hat halt die Gefahr, dass das Betriebssystem immer Sicherheitslücken hat und haben wird. Nur kennt die noch fast keiner, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel die Geheimdienste die Sicherheitslücken kennen. Auch gibt es dafür auch schon sowas wie für einen PC, Bundestrojaner und so. Man könnte jetzt ein Linux-Betriebssystem nehmen, es wäre sicherer, allerdings können da auch Trojaner, Keylogger, Screenshots und so gemacht werden. Ist auch nicht hundertprozentig sicher. Wobei dieses System, der Chip, der kann durch die Kommunikationsleitung nicht umprogrammiert werden. Der Chip, der muss nur so programmiert sein, dass er wirklich keine Klartextdaten rausgibt. Und die Programmierung des Chips, dass die von außen nicht geändert werden kann, dann wäre das System wirklich sehr sicher. Also ich stelle mir das vor, als Tastatur könnte man eine PC-Tastatur oder eine Handy-Tastatur nehmen. Als Display, da würde Ihnen so ein 4x16 Zeichen-Display reichen, wo man vielleicht noch rauf und runter scrollen kann mit den Pfeiltasten. Und dann könnte man mit einem anderen Kommunikationsteilnehmer, wenn man nur die beiden, wenn man zwei solche Geräte verbindet, wunderbar kommunizieren. Tja, das ist jetzt nur so mal eine Idee, so ein Gerät zu bauen. Ich werde mir noch weiter Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das wirklich zu realisieren. Ich versuche es mal. Ich fange mal damit an. Mal gucken, wie weit ich komme.